Hallo Malte, mein Lieber. Hallo. Na? Alvin. Ja, wieder am Start. Magdeburg heute. Was erwartet uns heute? Naja, eine Veranstaltung, die sich mit der Militarisierung der Gesellschaft auseinandersetzt und versucht, das zu kritisieren. Ne? Ja, und die Gefahr. Zur Bundeswehr, sagst du, ne? Zum Karrierecenter, genau. Karrierecenter. Was ist das für ein Center? Na, da koordiniert die Bundeswehr landesweit ihre Werbung für Kindersoldaten. Weil ich weiß nicht, ob das werden viele nicht wissen. Die Bundeswehr ist ja praktisch in den jährlichen Berichten des UNO-Kinderhilfswerks in der Kritik, weil sie Kindersoldaten ausbildet, also Minderjährige ausbildet. In der Bundeswehr können 16-Jährige ihre Lehre beginnen und das Tötungshandwerk beginnen zu lernen. Und das gilt nach Definition der UNO als Kindersoldaten. Und die Bundesregierung hat zwar die Konvention gegen Kindersoldaten unterschrieben, aber hält sich selbst nicht dran. Und das ist ja ein Skandal, der sollte den Leuten bekannt gemacht werden. Ja, das ist ein guter Plan. Nur ein Element, gibt noch viele andere, aber jetzt wollen wir erstmal aufbauen. Jawohl.